Ja, hallo liebe Leute, ich habe mich hier und willkommen zu einer weiteren Mount Guide. Und zwar diesmal für den gebundenen Schemenhund. Das ist ein Reittier, das ihr euch aus dem Schlund in Shadowlands abholen könnt. Und zwar noch dazu ein Reittier, das es zu 100% zum Abholen gibt. Dieser wunderschöne Metallhund hier mit der Seele innen drinnen. Den kann man sich nämlich ganz einfach über verschiedene Items im Schlund erfarmen. Allerdings gibt es eine einzige Voraussetzung dafür, damit ihr das Ganze starten könnt. Und das ist, dass ihr den maximalen Ruf bei Venari erreicht habt. Venari selbst befindet sich, wie schon gesagt, im Schlund. Wenn ihr bei Venari selber noch nie wart, dann müsst ihr natürlich zuerst in Shadowlands, also in den Schatten landen, eure Kampagne einmal beenden und wenn ihr der Kampagne einfach so weit folgt, dann kommt ihr irgendwann in den Schlund. Die Kampagne erkennt ihr immer daran, dass kein normales Ausrufezeichen, wie zum Beispiel hier drüber ist, sondern dass ein kleiner Rahmen drumherum ist, also so ein viereckiges Kästchen. Das heißt immer, dass es Story ist und in dem Fall würdet ihr dann hier im Schlund einmal rauskommen und würdet hier Venari kennenlernen. Bei Venari selber kriegt man eigentlich ganz simpel Ruf. Und zwar kann man einerseits hier über die täglichen Quests Ruf kriegen, die Venari einem aufgibt. Oder allerdings auch über die täglichen Quests, die zum Beispiel hier auf der Karte markiert werden. Da gibt es meistens eine hier oben und eine beim Bestienlabyrinth ab und zu. Und die letzte und eigentlich effektivste Möglichkeit ist, ihr kriegt Ruf über alle möglichen Rare-NPCs, die ihr hier im Schlund legt. Das sind zum Beispiel alle NPCs, die euch das Add-on Handy Notes plus Handy Notes Shadowlands auf der Karte einzeichnet. Auch wenn sie jetzt zum Beispiel nicht unbedingt ein Rare-Porträt, also einen Rare-Rahmen rundherum haben, geben diese trotzdem Ruf. Am meisten Ruf kriegt ihr hierfür mit der 9.1 Zone Quartia. Da könnt ihr natürlich hier auch alle möglichen Rares umhauen, die euch gerade zur Verfügung stehen. Und dann kriegt ihr hier eigentlich den Ruf nach oben. Auch noch gut, denn seit 9.1 kam noch was dazu, hier Ruf zu farmen. Und zwar könnt ihr einmal pro Woche mit Venari reden. Dann ist hier eine gelbe Quest und diese Quest könnt ihr abschließen, indem ihr 800 Stygia zahlt. Stygia ist die Währung, die man hier von allen Mobs im Schlund kriegt. Und dafür kriegt ihr ebenfalls nochmal 1000 Ruf bei Venari selber. Wenn ihr dann bei Venari hier die volle Rufleiste erreicht habt, das heißt die Rufstufe wertschätzend, dann könnt ihr euch hier ein Item kaufen. Das heißt, ihr könnt hier draufklicken und findet dann ein Item und das Item nennt sich der Stygia Tensor. Was ihr zusätzlich noch kaufen könnt und das auch schon vorher, bevor ihr die maximale Stufe erreicht habt, das ist ein Hook und mit diesem Hook könnt ihr euch einfach hier über die verschiedenen, ja, über die verschiedenen Hooks, die hier überall sind, also diese Haken, die ihr so auf Felsen seht, könnt ihr euch dann nach oben hooken. Das wird nämlich nochmal relativ wichtig zusammen mit dem Stygia Tensor. Sobald ihr euch dann den Stygia Tensor besorgt habt, als auch den Hook, könnt ihr euch auf den eigentlichen Weg begeben, das Reittier hier zu erfarmen. Und das besteht darin, erstmal diese grünen Wölkchen hier zu finden. Diese Wölkchen könnt ihr leichter finden, indem ihr Addons wie zum Beispiel Handy Notes Shadowlands benutzt mit dem Base Addon Handy Notes dabei. Dann könnt ihr nämlich hier bei der Karte einmal auf diese Kiste drücken und habt hier dann jeweils in welcher Zone ihr euch befindet, verschiedene Sachen zur Auswahl. Und das, was uns interessiert, ist hier der Stygia Nexus. Und das kriegen wir hier auch schon markiert dann auf der Karte. Das sind diese ganzen kleinen grünen Pünktchen. Überall, wo so ein kleines grünes Pünktchen ist, da kann sich so ein Stygia Nexus oder beziehungsweise so Stygia Rückstände schlussendlich befinden. Das heißt, ihr seht schon, die sind hier überall im ganzen Schlund bis auf Quartia. Die sehen dann so aus und die erkennt ihr dann nochmal zusätzlich, dass hier ein gelber Punkt darunter wäre unter dem grünen Punkt. Daran erkennt ihr, dass eine Abwehr. Und da sieht man schon, wo ich hier eigentlich bin, und zwar auf einem dieser Käfige oben drauf. Und da sieht man wieder, dass hier die Greifhaken ganz wichtig sind, denn da kann man sich über die verschiedensten Greifhaken dann nach oben schwingen. Die können natürlich auch am Boden sein, die können in Höhlen sein, also an verschiedensten Locations im Schlund. Auch noch eine ganz, ganz wichtige Info. Da gibt es nämlich einen Bug, dass man diese Späne gar nicht sehen kann und der besteht immer dann, wenn ihr den Schlund betretet, wenn ihr zuvor in Quartia wart. Heißt also, wenn ihr zum Quartia reist und dann in den Schlund reinreitet, dann seht ihr diese Späne nicht. Müsstet also dann einmal im Schlund aus und wieder einloggen, erst dann sind sie da. Das ist ganz wichtig, vor allem auch nachher, wenn ihr hier oben zum Beispiel das Rätsel mit der Kiste machen müsst. Auch da nochmal wichtig, sollt ihr es nicht sehen, einmal aus und wieder einloggen. Ansonsten, wenn ihr so eine grüne Wolke gefunden habt, dann könnt ihr ganz einfach hingehen und könnt nebenbei den Stygia Tensor hier einmal andrücken. Wenn ihr das macht, dann sehen wir schon, wir kriegen hier einmal einen Stygia Span und wir können auch Stygia Staub davon kriegen. Das sind beides Ressourcen, die wir brauchen, und zwar brauchen wir 200 Stygia Span und 200 Stygian Staub.
Sobald ihr es geschafft habt, die 200 Stygia Span und 200 Stygia Staub zu sammeln, das dauert natürlich ein bisschen. Ich habe das immer nach meiner Quartier-Runde gemacht, bin dann in den Schlund geritten, habe dann eine Runde gedreht und habe meistens so 20 bis 30 Stück gefunden von beiden. Wie gesagt, nicht vergessen, wenn ihr von Quartier kommt, einmal aus- und einloggen. Apropos aus- und einloggen, das ist dann beim nächsten Schritt ebenfalls nochmal wichtig. Das heißt, ihr solltet jetzt bereits die 200 Stygia Staub und 200 Stygia Span im Inventar haben. Damit habt ihr nämlich zusammen mit dem Venari-Ruf eigentlich schon das Gröbste geschafft. Jetzt ist es einfach nur ein paar Sachen ablaufen, als auch ein Rätsel zu lösen. Für dieses Rätsel müsst ihr nämlich als nächstes zur Verdammnisfestung. Da könnt ihr einmal hier geradewegs reinreiten über die Brücke und seid ihr dann hier drinnen angekommen, könnt ihr einfach hier durchs Tor einmal durch und auch hier benötigt ihr den Hook wieder. Das heißt, ihr braucht auch hier wieder den Haken, denn wir sehen schon hier überm Eingang ist nämlich hier gleich der erste Haken, mit dem wir uns natürlich hier gleich nach oben ziehen werden. Oben angekommen können wir uns dann hier einmal auf die linke Seite drehen und dann rennen wir hier einmal rüber. Da kommen wir dann nämlich auch schon zum nächsten Part und das ist auch schon der Rätselpart. Dafür können wir nämlich einfach hier der Brücke folgen und uns dann nochmal hier über das Greifhakenziel nach oben ziehen. Und damit können wir auch schon weitermachen. Wenn ihr dann oben angekommen seid, dann befindet sich hier eine grüne Wolke und ihr könnt einmal den Stygia Tensor Special Button drücken. Dann solltet ihr eigentlich eine Geisterkiste vor euch sehen und diese Kiste wiederum, da befinden sich 6 Runen oberhalb. Diese Runen müsst ihr in der richtigen Reihenfolge anordnen, sprich wenn ihr auf eine drauf drückt und dann auf eine andere, dann tauschen diese zwei die Position. Allerdings habt ihr hier nur bedingte Anzahl an Versuchen, das heißt ihr dürft eigentlich keinerlei Fehler machen, wenn ihr einen Fehler macht, dann geht es sich nämlich nicht mehr aus und danach kriegt ihr einen Debuff für 2 Stunden, wo ihr es nicht erneut versuchen könnt. Um das jetzt allerdings richtig zu machen, könnt ihr euch ganz einfach daran orientieren, welche Symbole an den Spitzen von den jeweiligen Säulen sind. Und wenn wir hier mal rauszoomen und uns am Haken, wo wir hochgekommen sind, orientieren, dann ist das die Mitte und von links weg wäre es dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, ihr müsst einfach nur immer nach links oben schauen zum Beispiel, was das erste Symbol ist und dann tauscht ihr das in die erste Reihe, sodass es halt ganz vorne ist und so weiter. Einfach links einmal rum im Uhrzeigersinn entlang. Habt dort auch eigentlich alle Zeit der Welt, das heißt, wir sehen es ja am Buff, den wir oben in der Buffleiste haben. Wir haben 15 Minuten Zeit, das heißt einfach lieber immer doppelt und dreifach checken, schauen, ob ihr es richtig gemacht habt, damit ihr den Debuff nicht habt. Aber wie gesagt, habt ihr den Debuff, einfach mal 2 Stunden ausloggen, wieder reinkommen und dann könnt ihr es natürlich direkt erneut probieren. Wenn ihr die Kiste dann geöffnet habt, dann kriegt ihr daraus die zerbröckelnde Stelle. Und die braucht ihr, um jetzt weiterzumachen. Denn jetzt könnt ihr wieder ganz einfach zurück zu Venari reisen und könnt dann bei Venari ein neues Item sehen. Und das ist der unvollständige Runenkodex. Den könnt ihr wiederum für 2000 Stygia einmal kaufen. Habt ihr diesen im Inventar, müsst ihr weitergehen und müsst 3 Seiten finden. Die erste Seite, die befindet sich beim Dremaculum. Da könnt ihr ganz einfach reinreiten. Da seht ihr ja eigentlich auch diesen Teleporter. Den kennt man ja schon, wenn man im Intro einmal unterwegs war. Da findet man normalerweise nämlich Anduin oben. Oben angekommen, einfach mal geradewegs Richtung Rare NPC laufen, denn hinter ihm befindet sich am Boden dann noch zusätzlich ein Zettel und diese Zettel, die gilt hier einmal zu sammeln und zwar sind das insgesamt 3 Stück. Das erste, wie gesagt, das ist ganz einfach hier oben bei ihm, einfach die 2 NPCs daneben einmal umhauen und dann, wie gesagt, findet ihr am Boden hier den ersten Runenkodex. Als nächstes geht es dann weiter und zwar zurück zur Verdammnisfestung. Diesmal nicht zu unserem Hook nach oben, sondern kurz davor einmal auf die linke Seite. Denn dort angekommen befindet sich dort ebenfalls, wie ihr auf der Karte hier entnehmen könnt, nochmal ein Rare NPC. Und wenn ihr euch da in dem Kreis einmal auf der rechten Seite haltet, dann seht ihr neben einem so einem kleinen Ofen einmal hier eine weitere Runenseite. Und für die letzte Seite geht's ab in das Bestienlabyrinth. Und zwar findet ihr hier eine Höhle und zwar gegenüber vom Rare NPC Taraxis. Ist auch nicht schlimm, wenn der nicht da ist, den benötigt ihr nämlich nicht. Ihr braucht nur hier in die Höhle reingehen und diese Höhle nennt sich Todesgeheul. In dieser Höhle einfach an der linken Seite entlang laufen, denn ganz vorne, da befindet sich so eine kleine Steinsäule, auf der ein paar Pergamente liegen und rechts daneben am Boden, da finden wir eine weitere Runenkodex-Seite. Haben wir alle Runenkodex-Seiten, also alle 3 gesammelt, können wir sie jeweils einmal rechtsklicken und damit fügen wir sie hier in unser Buch einmal hinzu. Haben wir das dann erledigt, dann sehen wir schon, dann ploppt das hier von alleine auf und kriegen dann den intakten Runenkodex wieder zurück.
Mit dem intakten Runenkodex im Inventar geht's als nächstes einmal hier in die Mitte rein, denn dort befindet sich ja der Strom der Seelen. Kann man eigentlich gar nicht verfehlen. Innerhalb vom Strom der Seelen läuft immer eine Wolfseele von ganz oben bis ganz unten. Kann man eigentlich nicht übersehen, man sieht schon, der ist hier riesengroß. Da muss man einfach ein paar Mal hin und her laufen, bis man ihn schlussendlich findet. Und hat man den gefunden, kann man ihn einfach anklicken. Und wenn man ihn angeklickt hat, dann sehen wir schon, dann kommen hier zwei Emotes und wir kriegen die bereitwillige Wolfseele ins Inventar. Jetzt als nächstes brauchen wir einen spezifischen Rare NPC und dieser Rare NPC, der befindet sich hier oben und zwar bei Zovals Kessel und nennt sich Seelenschmied Rovus. Kann man eigentlich nicht übersehen, ist hier einfach, ja, da ist man eigentlich eh schon öfter mal unterwegs gewesen, neben dem guten stygischen Einäscherer. Und wenn man hier hochgelaufen ist, ganz an die Spitze sehen wir hier diese Magmakugel und daneben kann der Rare NPC schlussendlich erscheinen. Das könnt ihr ganz einfach campen oder alternativ einfach immer mal wieder vorbeischauen, solange bis ihr den guten irgendwann findet und dann könnt ihr den ganz einfach umhauen. Denn von dem guten Seelenschmied, dort erbeutet ihr Werkzeug des Seelenschmieds und das braucht ihr für den nächsten Schritt. Und damit sind wir auch soweit, schlussendlich die Bahn herzustellen. Und um die Bahn herzustellen, müssen wir erstmal zur versteckten Schmiede. Diese Schmiede befindet sich eigentlich wieder in der Nähe, wo wir vorher schon mal waren, um das Rätsel zu lösen, und zwar hier bei der Verdammnisfestung. Heißt, wir reiten erneut hier geradewegs durch und hucken uns hier nochmal einmal über dem Bogen einfach an dem Hook hier nach oben. Und dann reiten wir hier ebenfalls wieder auf die linke Seite. Nur folgen wir diesmal hier nicht der Brücke links, sondern wir drehen einmal unseren Kopf nach rechts oben. Dort finden wir nämlich gleich den nächsten Hook und jetzt ziehen wir uns hier erstmal ganz nach oben, denn wie wir schon erkennen können, da oben wäre gleich oder rechts über mir, wäre dann gleich der nächste, um uns hier nochmal ein Stück nach oben zu ziehen. Sehen wir dann hier oben angekommen, können wir dann einfach hier ein Stück nach vorne laufen, denn da finden wir dann gleich noch den letzten Hook, den wir brauchen. Das ist nämlich der gute hier oben. Da könnte natürlich in der Mitte auch ein Rare NPC stehen, den man sonst für Ruf auch noch umhauen könnte. Ansonsten nutzen wir aber jetzt hier das Greifhakenziel, denn damit kommen wir auch schon bei der Schmiede an. Ganz oben angekommen könnt ihr dann hier mit dem Seelenstahl-Amboss interagieren und könnt dann hier Items erstellen. Und zwar braucht ihr zuerst mal 20 von den Stygia-Bahnen, die ihr von den Stygia-Staub und Stygia-Spänen hier ganz einfach erstellen könnt. Habt ihr diese 20 erstellt, könnt ihr dann schlussendlich die gepanzerte Hülle herstellen. Damit habt ihr also alle Items, die ihr braucht, um das Reittier zu erschaffen. Jetzt geht's zurück und zwar direkt neben Venari habt ihr hier so einen kleinen Altar, der nennt sich hier Bindungsaltar. Und bei diesem Bindungsaltar könnt ihr jetzt alle Items, die ihr gesammelt habt, einmal miteinander kopieren. Also die Stelle, den Runenkodex und die Wolfseele miteinander, als auch natürlich das eben geschmiedete Item. Wenn ihr das gemacht habt, dann kriegt ihr hier automatisch eine Quest. Und noch was wichtig, ihr kriegt hier einmal den Runenkodex, den ihr lesen könnt, denn diese vier Runen, die ihr hier seht, die benötigt ihr unbedingt für den nächsten Schritt. Das heißt, merkt euch die exakte Reihenfolge von den Runen, so wie sie hier stehen. Ein kleiner Tipp ist dabei das Ausschneiden und Skizzieren Tool von Windows. Das könnt ihr alternativ nehmen, drückt hier einfach auf Neu, könnt dann hier einmal ausschneiden und dann könnt ihr das alternativ auf euren anderen Monitor oder im Hintergrund einfach offen halten. Dann könnt ihr nämlich raustappen und wieder reintappen, um zu sehen, was ihr denn als nächstes drücken müsst. Wenn ihr diese vier also wisst, könnt ihr dann einmal die Quest, die eben aufgeploppt ist, einfach annehmen und danach einfach einmal das Hunde-Icon drücken, also das Quest-Item, das ihr hier bekommen habt. Wenn ihr das angedrückt habt, dann kriegt ihr hier einmal den Hund und seht unten die Runen. Und jetzt müsst ihr wie gesagt einfach alle vier Runen in der richtigen Reihenfolge einmal drücken. Und wenn ihr das schlussendlich gemacht habt, dann kriegt ihr am Ende hier die Quest abgeschlossen und erhaltet damit den gebundenen Schemenhund. Und das war's damit auch schon zur Guide für den gebundenen Schemenhund. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Nachfarmen im Schlund. War auf jeden Fall mal eine coole Abwechslung. Irgendwie, ich mag das, wenn man sich so ein Reiter irgendwie so halbwegs selber zusammenbasteln kann. War auf jeden Fall mal was anderes, also ein bisschen Variation mit bei der Mountfarmerei. Ansonsten, wie immer, wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, wie immer, ab damit unten in die Kommentare. Ansonsten vergesst nicht mehr auf meinen Social Media Networks folgen. Alle Links dazu wie immer unten in die Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut rein. Ciao.